Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr einen automatischen Mülleimer baut. Und zwar braucht ihr als erstes eine, ja, solche Plattform, beziehungsweise ist das ja der Boden bei euch und hier die Wand. Als erstes brauchen wir hier eine Truhe, wo die Items reingelegt werden können und dann auf, ich sag mal, Kommando abgesaugt werden. So, dann brauchen wir hier zwei Trichter, wodurch dann die Items in die Dropper gelangen, die wir hier unten drunter noch platzieren. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar Blöcke von der Redstone-Schaltung. Ich baue jetzt die Pressure Plates nur her, damit die Lava nicht wegfließen kann, denn die setzen wir hier in die Mitte rein. Hier oben brauchen wir noch einen Hebel. Und dann hätten wir das hier auch schon fertig. Jetzt kommen wir zum Redstone. Und zwar brauchen wir da hier hinten, müssen wir die Blöcke so bauen. Außerdem noch so. Und so. Hier. Und noch einen hierher. So. Fangen wir erstmal an und setzen hier einmal Redstone her, hier einen Repeater, hier einen Repeater her, der nach dort zeigt, zu den Droppern, dann hier einen Comparator davor, dann hier, hier und hier nochmal Redstone her, und hier natürlich, und einmal mit Rechtsklick auf diesen Comparator gehen, dann brauchen wir hier oben Redstone. Genau wie hier oben. Hier, hier, hier. Hier hinten brauchen wir eine Redstone-Torch. Außerdem noch hier. Jetzt seht ihr, ist die Glock auch schon aktiviert worden. Müssen wir mal kurz den Hebel hier umlegen. Jetzt brauchen wir hier noch einen Verstärker ohne Verzögerung. Und hier noch einen Verstärker mit einem Tick Verzögerung. Und dann müsste das Ganze auch schon fertig sein. Ach, Moment mal. Hier fehlt noch eine Redstone-Torch. So, jetzt ist alles fertig. Funktionstüchtig. Jetzt braucht ihr eure Items nur noch, die ihr dann in den Müll schmeißen wollt. Die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr hier oben reintun. Und die bleiben auch so lange hier drin, bis ihr den Hebel hier umlegt. Und dann werden die Items, also dann werden die Trichter hier hinten freigegeben, weil diese bisher blockiert wurden, und dann werden die Items hier abgesaugt und unten in die Lava geschmissen. Ja Leute, das war's wieder für dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Zu bemerken war noch, dass ich diese Folge mit meinem neuen Mikrofon aufgenommen habe. Das werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Das ist das Trust GXT210. Ja, also falls ihr euch vielleicht wundert, dass es dieses Mal ein bisschen eine andere Tonqualität ist. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.